Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise zum allerersten Video hier auf dem Kanal. Hier in diesem Video soll es jetzt mal um einen Fund aus meinem Archiv gehen, und zwar um einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1945. Genauer gesagt vom 11. August 1945 und somit 2 Tage nach dem Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Nagasaki. Hier ist es so, dass der Artikel von der Aktualität des Inhaltes ausgehend ungefähr eben ein Jahr später erschienen ist. Ja, der Grund dafür liegt wahrscheinlich darin, dass zu dem Zeitpunkt, also ein Jahr später, dann die Gefahr für die Briten definitiv gebannt war, da die Deutschen ja schon kapituliert haben und die Japaner auch kurz davor waren. Genau, der Artikel ist im Londoner Daily Telegraph, das ist eine Tageszeitung, erschienen, die heutzutage zumindest als die zweitgrößte, in Anführungsstrichen, Qualitätszeitung nach The Times gesehen wird und heutzutage auch eher rechtskonservativ einzuordnen ist. Ich gehe mal davon aus, dass in den Grundzügen das ja, im Jahr 1945, als der Artikel erschien, ähnlich war von der Ausrichtung und auch von dem gesellschaftlichen Standing. Also es wird keine 0815 oder keine kleine Zeitung gewesen sein. Genau, der Artikel ist natürlich auf Englisch erschienen. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, beziehungsweise ich war so frei und habe ihn auf Deutsch übersetzt. Und zwar, genau, heißt es dort Folgendes. Als Überschrift Atombombenpläne der Nazis und als Untertitel dann darunter Großbritannien war vor einem Jahr bereit. Genau, und worauf Großbritannien sich eingestellt hat oder wofür sie bereit waren, das ist jetzt der Inhalt des Artikels, mit dem ich jetzt mal anfange. Großbritannien bereitete sich auf die Möglichkeit eines Atombombenangriffs Deutschlands auf dieses Land, also Großbritannien, im August 1944 vor. Es kann jetzt bekannt gegeben werden, dass Einzelheiten über die erwartete Wirkung einer solchen Bombe in einem streng geheimen Memorandum enthüllt wurden, das in diesem Sommer an die Chefs von Scotland Yard, die Polizeipräsidenten bzw. Chief Constables der Provinzstreitkräfte und hochrangige Beamte der Verteidigungsdienste geschickt wurde. Ein ausgeklügelter Plan wurde vom Ministerium für Innere Sicherheit für schnelle und angemessene Maßnahmen zur Bewältigung der weit verbreiteten Verwüstung und der schweren Verluste ausgearbeitet, die erwartet werden, wenn es den Deutschen gelingt, Atombomben auf dieses Land abzufeuern. Berichte von unseren Agenten auf dem Kontinent, damit wird dann wohl das europäische Festland gemeint sein, Anfang letzten Jahres deuten darauf hin, dass deutsche Wissenschaftler in Norwegen mit einer Atombombe experimentierten. Diesen Berichten zufolge wurde die Bombe mit einem Katapult abgefeuert und hat einen Explosionsradius von mehr als 2 Meilen. Angesichts unserer eigenen Fortschritte bei der Konstruktion einer Atombombe hat die Regierung die Berichte ernsthaft geprüft. Tausende Männer und Frauen von Polizei und Verteidigungsdiensten wurden mehrere Monate lang in Bereitschaft gehalten, bis zuverlässige Agenten in Deutschland meldeten, dass die Bombe getestet worden sei und sich als Fehlschlag erwiesen habe. Ja, was soll man zu dem Artikel sagen? Ich kann vielleicht einfach mal mit ein paar Gedanken was beisteuern. Zum einen finde ich interessant, dass den Briten schon Anfang 1944 bekannt war, dass die Deutschen scheinbar relativ große Fortschritte in der Entwicklung der Atombombe machten, wenn man den Artikel so glauben will, beziehungsweise auch den Agenten, die wohl das Wissen dazu geliefert hatten. Also es war schon relativ früh bekannt, finde ich. Ja, zum anderen finde ich es interessant, dass der Standort Norwegen genannt ist, weil mir war bis dato eigentlich nur bekannt das Kraftwerk Vemork, in dem ja auch schweres Wasser hergestellt wurde. Das Kraftwerk allein wäre nochmal ein Video wert, aber das vielleicht zum späteren Zeitpunkt.
Jedenfalls kann ich noch zu dem Kraftwerk sagen, dass ab Ende 1942 seitens der Alliierten und der Briten vor allem Sabotageaktionen und auch Luftangriffe auf das Kraftwerk geflogen wurden. Und am 18. Februar 1944 wurde das Kraftwerk dann aufgrund der heftigen Bemühungen der Briten und Alliierten dann endgültig aufgegeben. Meine Schlussfolgerung daraus wäre demnach also, dass es noch einen anderen Standort gegeben haben muss, der ja für die Nuklearforschung oder Waffenentwicklung, wie auch immer, Norwegen gedient haben muss, wenn man dem Artikel glaubt. Genau, dann ein weiterer Aspekt. Es wird ja angegeben, dass die Bombe wohl mit einem Katapult abgefeuert worden wäre. Dazu kann ich sagen, dass mir andere Quellen bekannt sind, wo deutsche Wissenschaftler wohl planten, die Reichweite von V1 und V2 mit Hilfe eines Katapults drastisch zu erhöhen. Wie weit hier die Planung waren und ob das getestet wurde, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht sagen. Was ich weiterhin noch interessant finde, ist, dass der Explosionsradius mit mehr als 2 Meilen angegeben wird, andererseits aber wenig später gesagt wird, dass dieser Test sich als Fehlschlag erwiesen habe. Das steht in meinen Augen ein bisschen im Kontrast zueinander. Könnte natürlich heißen, dass es eine falsche Information war, dass es ja so eine Bombe eben gar nicht gab, beziehungsweise diesen Zerstörungsradius. Könnte aber auch sein, dass es noch andere Tests gab, wovon auch die Agenten Bescheid wussten und demnach auch für diese Bombe den Radius ungefähr schätzen konnten. Wenn du jetzt selber noch Infos oder Gedanken zu dem Artikel hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du die Gedanken einfach in den Kommentaren mit uns teilst, so dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen drüber diskutieren können. Ich würde mich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst, dann verpasst du zukünftige Videos nicht. Und für dieses Video soll es das erstmal gewesen sein, dann freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen.